Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit David Varney von AlgoCamp. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXFlat. Wir starten heute mit dem ersten Teil der Reihe Gemeinsame Entwicklung einer Handelsstrategie. Und bevor ich jetzt tatsächlich an David den Bildschirm übergebe, nochmal obligatorisch den Risikohinweis bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Das heutige Webinar dient zu Schulungszwecken und Sie müssen tatsächlich dann am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen. Wer AlgoCamp noch nicht kennt, der hat auch die Möglichkeit, bei uns auf der Webseite sich die Aufzeichnungen anzuschauen, die wir gemeinsam schon mit AlgoCamp gemacht haben, beziehungsweise die Webinare und natürlich auch ein paar Informationen zu AlgoCamp finden Sie auch hier unter Training Trading Partner. Die Links werde ich dann auch alle gleich nochmal in den Chat kopieren und hier haben wir eine eigene Seite über unseren Partner AlgoCamp. Können Sie sich dann alles in Ruhe anschauen. Und dann wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich werde den Bildschirm jetzt übergeben und sage an der Stelle nochmal offiziell guten Abend, David. Freue mich, dass wir gefühlt nach einer Ewigkeit endlich wieder ein gemeinsames Webinar haben. Und ich bin im Hintergrund, helfe mit den Fragen und wünsche dann viel Spaß. Ja, vielen Dank für deine nette Einleitung. Von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar nach der gefühlten Ewigkeit. Wir sind für endlich wieder da. Das letzte Webinar ist leider ausgefallen und unser Vortrag in Köln zum Stereo Trader Day ist leider auch ausgefallen. Aber jetzt geht es endlich wieder weiter und jetzt können wir uns wieder unserem Lieblingsthema widmen. Das lautet dieses Mal gemeinsame Entwicklung einer Handelsstrategie. Wir haben drei Teile dafür ausgewählt und zwar möchte ich einfach gemeinsam mit Ihnen da draußen zeigen, wie Sie Ihre eigene Strategie entwickeln können. Das alles soll natürlich nur Inspiration sein. Ich zeige Ihnen quasi, wie wir es bei AlgoCamp machen, wie ich es persönlich auch mache und auch unsere Mitarbeiter Strategien entwickeln. Das Ganze ist bewusst auf drei Teile aufgelegt, damit das Ganze einfach nicht zu viel Input auf einmal ist. Man könnte das Ganze natürlich auch innerhalb eines Webinars durchführen, aber das wäre dann zu sehr gehetzt und da auch wahrscheinlich viel Neues dabei ist, haben wir das bewusst auf drei Teile ausgelegt. So können wir uns die ersten zwei Teile bewusst ohne die Programmierung beschäftigen. Wir beschäftigen uns also wirklich mit der Entwicklung. Wie komme ich auf die Idee? Wie verifiziere ich das so ein bisschen? Und im letzten Teil, also im dritten Teil, da programmieren wir aus der Idee, die wir heute so langsam entwickeln, ein fertiges, komplettes Handelssystem. Das heißt also ein Expert-Advisor für den MetaTrader. So ist es aufgebaut. Der Prozess an sich, eine Strategie zu entwickeln, ist natürlich leider viel komplexer. Das ist auch eine abgespeckte Version, aber wie gesagt, das sind einfach nur Inspirationen, damit Sie sich das Ganze vielleicht mit Ihrem Prozess abgleichen können. Wie entwickeln Sie die Strategien? Vielleicht können Sie ein paar Sachen optimieren. Vielleicht haben Sie auch ein paar Anmerkungen, was wir besser machen können in dem Prozess. Das ist so der Plan für heute. Das heißt, heute werden wir wahrscheinlich vielleicht ganz, ganz ein bisschen programmieren. Wir wollen ja ein paar Auswertungen fahren, aber prinzipiell der große Programmierteil, der kommt im dritten Teil, also im letzten Teil. Und auch da bauen wir das Ganze wieder so auf, dass Sie da auch teilnehmen können, wenn Sie nicht programmieren können. Wir erklären es relativ einfach und langsam Schritt für Schritt, sodass Sie theoretisch das Ganze auch mitprogrammieren können oder auch wirklich verstehen, wenn Sie da noch nicht der MetaTrader-Programmierprofi sind. Das ist generell bei all unseren Webinaren so. Hier muss keiner programmieren können oder der große Experte in irgendeinem System sein. Gut. Wie geht es prinzipiell los? Generell bei Präsenzseminaren zeichne ich eigentlich immer gerne. Dieses Mal habe ich mir ein kleines digitales Whiteboard besorgt, um das Ganze zu visualisieren. Ich denke mal, das ist spannender anzusehen als Folien, die wir jetzt durchklicken.
das betreute Lesen, das möchte keiner so wirklich mitwirken. Von daher gestalten wir das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen anders. Gut, wie fängt das eigentlich an? Es ist nicht so, dass wir uns beispielsweise jetzt einen Termin machen, Dienstag um 10 Uhr setze ich mich hin und entwickle mit meinem Team eine Strategie. 12 Uhr ist Pause, 13 Uhr wird dann was anderes gemacht, sondern am Anfang steht immer eine Grundidee. Also ich bezeichne die Entwicklung einer Strategie gerne als kreativen Prozess. Das heißt, wir können uns nicht hinsetzen und auf Teufel komm raus irgendwas entwickeln. Können wir natürlich schon, aber wenn wir nicht, wenn wir nicht, ja, nicht eine kreative Phase haben, sondern nicht einfach mal, dann kommt in der Regel auch nur das raus, was dabei rauskommen muss einfach. Das heißt, die Grundidee, der erste Ansatz, der kommt in der Regel beim Trading. Wahrscheinlich kennen Sie das auch, wenn Sie Ihr MetaTrader aufhaben und einfach irgendeinen Chart offen haben und traden, dann haben Sie öfters Dinge, die Ihnen auffallen. Als einfaches Beispiel, vielleicht beobachten Sie den DAX und immer zum Eurex-Close, also kurz vor 22 Uhr, sehen Sie dann vielleicht oder Ihnen fällt auf, dass der Markt irgendwie korrigiert in den letzten 5 Minuten. Das sind so Auffälligkeiten, die relativ oft vorkommen. Das kennen Sie wahrscheinlich. Vielleicht haben Sie auch schon eine kleine Liste mit Punkten, die Sie sich aufgeschrieben haben, wo Sie der Meinung sind, da kann man doch irgendwas machen. So entsteht in der Regel immer eine Strategie. Das heißt, wir traden am Markt, uns fällt was auf, wir analysieren das Ganze und dann folgen die ganzen Schritte bis hin zum fertigen Handelssystem, was wir dann auch mit Echtgeld handeln lassen. Das heißt, in der Regel haben wir natürlich ganz am Anfang erstmal die Grundidee. Und daher finde ich persönlich ist auch ziemlich wichtig, dass wir immer am Markt sind. Das heißt, auch wenn wir automatisiert traden, sollten wir nicht dem Markt fernbleiben, weil einfach der Markt und die Aktivität im Markt einfach so der Ideengeber ist, um überhaupt zu erkennen, was ist gerade los? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten und so weiter? Das heißt, die Grundidee kommt durch unser praktisches Trading. Wir können natürlich auch andere Quellen haben für die erste Grundidee. Wir können uns YouTube-Videos angucken. Wir können in Büchern diverse Ansätze finden, in Zeitungen und so weiter. Ich denke mal, da kennen Sie einige Quellen für diese Grundansätze. Aber es ist in der Regel immer wirklich nur ein Grundansatz. Sie werden vielleicht in einigen Portalen oder Zeitschriften auch genauere Informationen bekommen. Aber in der Regel sollten wir sowas immer als Grundansatz sehen. Das heißt, ein erster Ansatz, der uns auf eine gewisse Sache aufmerksam machen soll. Das ist die Grundidee. Was machen wir dann? Dann geht es nicht direkt los, dass wir jetzt unser Handelssystem programmieren, sondern dann verifizieren wir das erstmal. So, wir nehmen jetzt einfach mal eine Beispielstrategie. Die habe ich noch nicht gebacktestet oder auch noch nicht groß programmiert, sondern das ist mir eine Sache, die mir öfters schon mal aufgefallen ist im Chart, und zwar ist das, ich glaube, die hat auch einen offiziellen Namen. Wenn man danach googelt, dann findet man auch ein paar Artikel zu, aber jetzt keine ausführliche Auswertung. Und zwar sind das Candles, die in einer gewissen Reihenfolge auftreten. Das heißt, was mir speziell aufgefallen ist, wir haben immer starke Candles in einer Farbe, also steigende Candles oder fallende Candles in Folge. Beispielsweise haben wir hier eins. Da ist was zwischen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 steigende Candles. Dann gibt es eine Korrektur. Wir haben hier ganz viele fallende Candles. 3 fallende, eine Korrektur. 2 fallende, eine Korrektur. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass je stärker die Reihenfolge ist, also beispielsweise 5 Candles in Folge, dass dann der Markt korrigiert. Das ist so ein Grundgedanke, der mir im Euro-Dollar und im DAX aufgefallen ist. Wir scrollen hier einfach mal noch so ein bisschen im Chart weiter. Wir sehen es hier speziell bei starken Candles. 1, 2, 3, 4 fallende, eine steigende, eine kleine fallende. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 steigende, dann die Korrektur. Und was ich mich immer gefragt habe, hier sehen wir es auch nochmal, kann man das ausnutzen? Ist das ein Zeichen dafür, dass der Markt einfach eine Korrektur nötig hat? Wir sehen es hier auch nochmal, wir sehen es hier auch nochmal. Also eigentlich sieht man es relativ oft. Und die Frage ist natürlich, das erlebt man oft im Trading, ist das jetzt einfach Zufall? Also das sind Tagescandles und ich bin jetzt hier nur, naja, ein Jahr vielleicht zurückgegangen. Das hat noch keine Aussagekraft. Das ist immer ein großer Fehler bei den
viele Trader viel Geld verlieren. Sie sehen etwas am Markt, so wie wir es eben beschrieben haben, zwei, dreimal, viermal in Folge. Dann fangen sie schon an zu handeln, weil sie der Meinung sind, dass sie etwas gefunden haben, was funktioniert. Und in der Regel, wenn wir etwas drei, viermal sehen, das bedeutet gar nichts. Das ist reiner Zufall und hat gar keine Aussagekraft. Deswegen würden wir also erstmal rangehen und durch den Chart scrollen, völlig ohne zu programmieren, und würden uns überlegen, passt das? Wir würden uns ein paar Situationen raussuchen und einfach mal die ganzen Sachen beobachten. Denn die Frage ist ja auch, ich glaube, die Standardstrategie, die man im Internet, speziell glaube ich im englischen Raum findet, dazu besagt ja, dass man die Korrektur handelt von drei Candles. Das heißt, drei Candles hoch, dann gehen wir short, drei Candles nach unten, dann gehen wir long. Das ist so die prinzipielle Idee, die immer gerne beschrieben wird. Und die Frage ist jetzt, was ist die perfekte Einstellung? Also handeln wir wirklich schon drei Candles? Ich weiß es nicht, aber persönlich würde ich sagen, haben wir einfach zu häufig die Situation, dass wir drei Candles in Folge haben, die in eine Richtung gehen, ohne Aussagekraft. Und die Frage ist, bringt es uns mehr, wenn wir zum Beispiel erst ab fünf Candles handeln oder erst ab sechs Candles? Das können wir auf verschiedenen Arten und Weisen jetzt durchtesten und analysieren. Und wir können jetzt natürlich, das machen wir auch gerne, uns einfach eine Excel-Liste nehmen und dann, oder auch ein Stück Papier, und dann scrollen wir einfach den Chart zurück und machen halt ein Häkchen für Plus und Minus. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich glaube, die beste Einstellung wäre jetzt nach vier Candles zu handeln. Und dann würden wir den Chart durchgehen und einfach mal von hier anfangen. Eins, zwei, drei, vier. Ich wäre short gegangen, aber der Markt steigt, es wäre ein Verlust. Wir haben hier natürlich rückwirkend wieder vier Candles. Ich wäre short gegangen, wäre ein Gewinn. Und das würde ich mit relativ wenig Aufwand. Das ist natürlich sehr mühsam. Gibt wahrscheinlich Dinge, die mehr Spaß machen, aber wir kommen relativ schnell, ohne Programmierkenntnisse oder einen Programmierer zu beauftragen, zu dem Ergebnis. Und so würden wir den Schaden einfach durchgehen. Wir hätten hier keine weiteren Events, hier wäre 1, 2, 3, 4, wir wären short gegangen, wäre aufgegangen. Und hier ist so ein schönes Beispiel dafür, wie es nicht funktionieren würde. 1, 2, 3, 4, wir würden hier long gehen, das würde nicht klappen, wir würden wieder long gehen, es würde nicht klappen, wir hätten hier ein paar Verluste. Die Frage ist jetzt natürlich auch, abgesehen, ob es profitabel ist oder nicht, die Frage ist natürlich auch, wie oft kommt das überhaupt vor? Wir können auch spezielle oder sehr seltene Events handeln, indem ich einfach sage, ich handle jetzt nur Candles oder Events, wo wir 10 Candles in Folge haben. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, das ist immer ganz wichtig, wir wissen alle relativ wenig, was am Markt funktioniert oder nicht. Wir sollten uns nicht einbilden oder einfach nicht davon ausgehen, dass wir das wissen, sondern wir können immer nur vermuten und sollten das Ganze auf jeden Fall genauer durchtesten und einfach analysieren. Es kann sein, dass wir richtig liegen, es kann sein, dass wir nicht richtig liegen. Und die nächste Frage hier ist auch, auf welchem Zeitfenster bewegen wir uns? Ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich persönlich würde jetzt nicht auf den kleineren Charts unterwegs sein, weil hier werden wir sehr wahrscheinlich viel, viel öfters mehrere Candles in eine Folge, in eine Richtung innerhalb einer Sequenz haben, ohne Aussagekraft. Also das ist einfach meiner Meinung nach zu anfällig, müssten wir natürlich auch testen, aber hier hat man einfach gerade, wenn der Markt sich bewegt, viel zu viele steigende Candles. Weiteres Problem wäre, da bin ich prinzipiell immer sehr vorsichtig bei Strategien, die auf Minutenbasis unterwegs sind. Gerade bei dieser Strategie hier wären wir wahrscheinlich sehr anfällig, wenn wir beispielsweise unser System jetzt hier für den MetaTrader entwickeln, mit den Daten von FXBet. Und wenn wir dann, was wir natürlich alle nicht machen, aber irgendwann sagen würden, wir möchten das Ganze jetzt bei einem anderen Broker handeln, was wir natürlich alle nicht machen, dann hätten wir beispielsweise die Anfälligkeit, dass der andere Broker vielleicht einfach um zwei, drei Sekunden die Candle anders schließt, weil sie ein anderes Zeitserver haben, da einfach ein kleines Delay gibt. Und dann kann es natürlich passieren, dass beispielsweise die Candle hier, dass die plötzlich nicht mehr grün ist, sondern rot wird, weil einfach 2 Sekunden später die Candle geschlossen wird oder weil da einfach ein Tick anders ist. Also im Minutenbereich hätte ich Bauchschmerzen, die Strategie überhaupt zu handeln. Denn wenn wir im Minutenbereich unterwegs sind, egal mit welcher Strategie,
haben wir sehr wahrscheinlich durchschnittlich pro Trade einen relativ geringen Ertrag von unter einem Pip, vielleicht einen Pip. Und da müssen wir natürlich noch die Slippage von abziehen, eventuelle Gebühren, eventuelle Probleme, die mal auftreten. Da bin ich immer sehr vorsichtig, aber ich weiß es natürlich nicht. Es kann durchaus sein, dass das Ganze auch im Minutenbereich unterwegs ist, aber ich würde mich jetzt gerne eher auf den Tageschart bewegen, denn die Tagescandles haben eine viel stärkere Aussagekraft und hier haben wir es gerade in starken Phasen, wo der Markt plötzlich extrem stark fällt oder steigt, dass wir dann einfach eine Korrektur haben. Das heißt, der nächste Schritt, den wir jetzt gehen würden, nach der Grundidee, wäre die Verifizierung oder den optischen Backtest, so nenne ich es immer gerne. Der optische Backtest, ohne Programmierkenntnisse, ohne irgendjemanden zu beauftragen, können wir einfach damit beginnen. So, ich erspare uns jetzt in dem Moment, dass ich die Excel-Tabelle aufmache und das Ganze händisch durchklicke und markiere. So würden wir es eigentlich machen im Grundansatz. Wirklich einmal alles durchspielen, ja. Nur eine kleine Anmerkung hier eines Teilnehmers. Die mit dem schwarzen Hintergrund sind die Longkerzen wohl nicht gut sichtbar. Ah, ja, vielen Dank. Ich behebe das gleich mal. Ich denke mal, am besten ist das schwarz auf weiß. Sonst mache ich die Candles auch noch grün. Sieht man das so besser oder sollte ich es noch farblich anpassen? Also ich kann alles erkennen, aber die Teilnehmer müssen in erster Linie entsprechend alles sehen können. Ja, also hier kommt genau, das Feedback, dass es besser ist jetzt. Vielleicht können wir das so lassen. Super, perfekt. Dann weiß ich auf jeden Fall fürs nächste Mal schon mal Bescheid. Genau, der nächste Schritt wäre also eigentlich, dass wir das Ganze in Excel backtesten. Das wäre jetzt zu langweilig, aber eine effektive Möglichkeit, um das Ganze durchzuspielen. Was würde ich als nächstes machen? Ich würde einfach mal jetzt live den Markt einfach mal durchchecken und zu prüfen, wo haben wir gerade diese Events. Wenn wir beispielsweise jetzt heute an den Punkt ankommen, wo wir sagen, heute trade ich diese Strategie, dass ich mir die Märkte angucke auf Tagesbasis, wo wir 4 Tage in Folge in eine Richtung haben. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass wir jetzt sämtliche Assets durchgehen, die wir haben und einfach mal das durchchecken. Ich nutze dafür ein Tool, das sieht jetzt wahrscheinlich nach gezielter Produktplatzierung aus, aber für das Webinar heute passt das ganz gut. Zwar nutze ich den Forex-Screener, das ist ein kostenloser Online-Screener aus dem Hause Eurocamp. Und hier lasse ich mir einfach nur einen Wert anzeigen, und zwar möchte ich mir mal den gesamten Markt anzeigen lassen, wo wir genau dieses Event haben. Das heißt, zeige mir mal bitte die Assets an, die 4 grüne Candles in Folge haben. Und da wir jetzt im MetaTrader unterwegs sind, würde ich das Ganze einfach mal auf den Forex-Markt beschränken und das Ganze auf Tagescandles. Und dann habe ich hier schon mal die Auswertung, welche Assets heute dieses Event haben. Das schaue ich mir einfach mal im Chart an. Wir haben hier den kanadischen Schweizer Franken beispielsweise. Da soll das so sein. Hier auch noch ein kleiner Tipp für alle MetaTrader-User, da bin ich auch erst sehr spät drauf gekommen. Wenn wir ein Asset haben, was wir uns anzeigen lassen möchten, dann machen die meisten das wie folgt, dass sie halt hier oben über Datei, einen neuen Chart, sich das Währungspaar raussuchen. Gerade wenn wir eine große Instrumentpalette haben, dann suchen wir wahrscheinlich erst mal 5 Minuten danach. Eine Möglichkeit ist einfach, dass wir uns das Symbol nehmen, kanadischen Schweizer Franken, irgendein Chart aufhaben und einfach nur Enter drücken. Und dann können wir einfach nur das Symbol eingeben, was wir haben möchten, drücken wieder auf Enter und dann haben wir auch schon das angezeigt bekommen, was wir möchten. Wir müssen nicht die Liste durchgehen und uns eine absuchen. Kleiner Tipp zwischendurch. Und hier sehen wir auch schon ganz rechts, wir haben hier das Event, was wir haben wollten. Also wir haben schon 1, 2, 3, 4 abgeschlossene Candles. Wenn wir hier mal zurückschauen, wir haben ja auch das Event 4-mal in Folge. Also prinzipiell kann man sagen, 4-mal in Folge, das tritt schon öfters auf. Wir können uns auch noch ein anderes aktuelles Beispiel ansehen, und zwar die türkische Lira gegen den japanischen Yen. Und schauen einfach mal, was wir da haben.
Das war Istanbul. TY. So. Das nehme ich einfach ein anderes Beispiel. So. Hier haben wir ein anderes Beispiel. Gucken wir einfach mal nach hinten. Hier haben wir auch wieder das Event. Abgeschlossene Candles, 1, 2, 3, 4, 5 Candles. Wir blicken einfach mal kurz zurück und wir sehen hier auch, es ist nicht allzu selten, dass dieses Event auftritt. Also optischen Backtest, wenn wir jetzt die Excel-Liste auch noch angefertigt hätten, würden wir schon mal sagen können, ja, die Strategie an sich ist nicht schlecht. Sie kommt durchaus vor, also dieses Event kommt durchaus öfters vor, dass wir eine gewisse Anzahl von Candles in Folge haben. Dann gehen wir jetzt etwas genauer ins Detail. Zwar haben wir jetzt folgende Möglichkeiten. Wir können uns ganz viel Mühe machen und wir würden die Excel-Liste jetzt von heute an bis 1900 durchscrollen und würden da ganz fleißig unsere Häkchen machen. Oder aber wir testen das Ganze automatisiert, ohne jetzt ein Handelssystem zu entwickeln. Also wir machen quasi die Low-Variante, um eine statistische Analyse durchzuführen. Dafür habe ich was Kleines vorbereitet. Das zeige ich Ihnen auch gerne im Code und erläutere Ihnen das noch kurz. Dafür mache ich kurz etwas auf. Und zwar möchte ich mit einem EA, vom Namen her ist es ein EA, aber ein EA, der nicht handelt, möchte ich etwas herausfinden. Und zwar möchte ich herausfinden, wie oft dieses Event überhaupt aufgetreten ist. Es kann natürlich sein, dass wir gerade wirklich einen Zufall haben. Ich habe im Chart durchgescrollt und ich weiß, das ist jetzt ein paar Mal aufgetreten. Aber für mich ist interessant als erstes Anzeichen, als erste Anzeichen, wie oft kommt das überhaupt eigentlich vor in den letzten 10 Jahren? Vielleicht haben wir einfach nur jetzt aktuell eine Phase, wo das auftritt. Oder wir können sagen, prinzipiell tritt das regelmäßig auf, dass es jetzt sich das lohnt zu handeln. Wenn wir jetzt da über 17 Jahre oder 10 Jahre 10 Signale haben, dann hat das Ganze nicht so viel Aussagekraft und dann müssen wir uns auch fragen, ob wir etwas handeln wollen, was einmal im Jahr ein Signal wirft. Also erfahrungsgemäß mit AlgoCamp und der Kundenarbeit kann ich sagen, dass die Mehrheit der Trader eigentlich gerne immer ein Maschinengewehr zu Hause haben möchte, was im Markt losschießt und dieses Seltene nicht sehr beliebt ist. Es gibt sehr wenige, die damit völlig zufrieden sind, wenn ein Handelssystem sehr selten handelt, aber dafür halt nicht so volatil im Depot ist. Aber von daher muss das jeder für sich selbst beantworten, was er da haben möchte. Ob da ein kleines Maschinengewehr am Markt unterwegs sein soll oder ob da die Schnecke lauern soll auf die Gelegenheit überhaupt. Aber um halt eine statistische Aussage treffen zu können, brauchen wir schon einige Trades, um überhaupt etwas zu kreieren. Was möchte ich also mit dem EA? Das ist wirklich nicht viel Code, das hier oben ist eine Standardcode, das ist die eigentliche Logik, kopiert für Long und Short. Erkläre ich gerne nochmal etwas im Detail gleich, aber grob gesagt möchte ich hier herausfinden, wie oft tritt das Event ein, das X Candles in Folge innerhalb der letzten Jahren aufgetreten ist, sowohl für die Long-Seite als auch für die Short-Seite. Bevor ich den Code erkläre, mache ich einfach direkt mal den Backtester an. Wir haben ja hier MetaTrader 4, hier unten den Strategietester. Da habe ich jetzt den EA ausgewählt. Wie gesagt, vom Namen nicht irritieren lassen. Es handelt nicht. Es ist nur für eine Analyse entwickelt worden. Und wir nutzen den Euro-Dollar und zwar auch auf Tagescandles. Das haben wir eben so gesagt. Das war so meine Meinung, die ich dazu habe, dass es im Tagesbereich wahrscheinlich am besten funktioniert. Und ich lasse das Ganze für den ersten Moment einfach mal von 2017 an. Nehmen wir 2016 an, bis heute laufen. Und ich möchte untersuchen, wie oft kommt es vor, dass, ich bleibe bei dem Beispiel 4, dass 4 Candles in Folge auftreten. Sowohl für die Long-Seite als auch für die Short-Seite. Das ist immer sehr interessant, wenn wir beispielsweise einen starken steigenden Markt haben über Jahre, dann ist es durchaus sinnvoll zu wissen, verdienen wir nur Geld mit den Long-Trades? Oder auch mit den Short Trails. Und das ist immer ein sehr interessanter Punkt. Wir wollen ja nicht abhängig sein vom Markt. Und wenn ich ein System habe, was in einem steigenden Markt nur mit Long Trails verdient, ist es natürlich schön, dass wir prinzipiell Geld verdienen. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir unabhängig von der Marktphase sind. Denn irgendwann kommt die Zeit, wo alle Märkte auch wieder stark fallen. Und dann möchten wir natürlich auch mit dem
System Geld verdienen. Natürlich überwiegend auf der Short-Seite, aber wir möchten die Abhängigkeit nicht vermarkten, sonst können wir auch einfach sagen, wir gucken uns den Markt auf Makroebene an und holen uns einfach eine Position, ein ETF auf das Produkt ins Depot und haben den ganzen Stress nicht durch das Trading an sich. Aber jetzt bei dem Beispiel bleibe ich bei 4 und ich lasse jetzt einfach mal den Backtest laufen. Sollte relativ schnell gehen, da wir hier schon auf Daily gestellt haben. Dann bereitet er das kurz vor, holt sich die Daten vom Server, packt sie in das Format, was benötigt wird, und dann geht es auch gleich schon los, wenn der Balken immer voll ist. Das jetzt läuft er durch, der Test. Ich habe mir das Ganze auf der Konsole ausgeben lassen. Wir sehen, hier passiert einiges. Es dauert noch ein bisschen und am Ende haben wir dann jetzt, das läuft noch etwas durch die Konsole, aber wenn man das jetzt so sehen kann, genau, jetzt ist er durch. Wir haben also von 2016 bis heute auf Tagescandles, das sind natürlich nicht viele Candles, wenn wir noch Wochenende und eventuelle Feiertage rausrechnen, ist das nicht allzu viel Zeitraum. Und wir haben hier 35 Mal das Event, dass 4 Candles in Folge rot waren. Wir haben hier auch, dafür muss ich etwas runterscrollen, 42 Mal kam es vor, dass 4 grüne Candles vorlagen. Also relativ ausgeglichen, 35 rote in Folge, 42 grüne in Folge. Wir haben also hier zusammen fast 80 Events für 2016 bis heute. In gut 2 Jahre. Von der Anzahl der Trades würde ich sagen, das ist schon mal ganz gut. Wir haben also hier eine Anzahl, wo wir sagen können, wenn wir das Ganze später noch genauer backtesten, das hat eine Aussagekraft, gerade für die Tagescandles. Was mich jetzt aber interessiert, wie oft kommen noch extremere Punkte vor? Also wie oft kommt es vor, dass beispielsweise, ich nehme einfach mal 8 Candles in Folge in der gleichen Farbe aufgetreten sind. Dann lasse ich das Ganze nochmal durchlaufen. Und hier sehen wir auch schon den großen Vorteil, wenn wir das Ganze etwas programmieren gegenüber beispielsweise von der Excel-Variante, dass wir das Ganze oder auch mit dem Papier optisch durchgehen. Ich ändere hier einfach den Wert, jetzt die 4 auf 8 und lasse das Ganze nochmal durchlaufen. Hat Vor- und Nachteile natürlich. Wir müssen einmal Programmierarbeit reinstecken und können dann das Ganze unendlich oft testen mit verschiedenen Varianten. Nachteil ist natürlich, wir müssen etwas programmieren können und auch da Zeit für aufwenden. Ich gucke wieder ins Journal, wir sind hier soweit durch. Wir haben also hier 19 Mal kam es vor, dass wir 8 grüne Candles hatten und es kam 18 Mal vor, das war die 19, das waren die grünen Candles, dann suche ich nur noch den Short Candles und es kam 17 Mal vor, dass wir 8 rote Candles in Folge hatten. Also auch die Extrem-Events kommen noch relativ oft vor. Was können wir also hieraus schließen aus diesem Beispiel? Events, das heißt, die Candles in Folge treten oft genug auf, können also einige Male diese Events handeln später. Wir können eventuell auch weggehen von der 4, wenn wir sagen, wir möchten ein System, was noch weniger handelt und wir wären froh damit, wenn wir ein Trade im Monat vielleicht machen oder auch nur ein Trade im Quartal. Und jetzt ist es natürlich noch spannender, das Ganze etwas tiefer zu betrachten. Ich möchte jetzt nicht auf Minuten-Candles gehen, das würde wahrscheinlich etwas zu lange dauern, aber ich belasse das mal auf Minuten-Candles und mache den Zeitraum kleiner und stelle das einfach nur auf 2018. Dann haben wir hier 4 Monate und ich lasse das auch mal auf die 8 Candles. Das tritt wahrscheinlich sehr oft vor. Und jetzt möchte ich hier wissen, wie oft kommt das eigentlich vor im Minuten-Candle-Bereich? Schauen wir mal rein. Und wir sehen hier schon, die Vermutung, die ich vorhin hatte, ist gar nicht so verkehrt. Wir haben hier in 3500 Mal kam es dieses Jahr vor, dass wir 8 grüne Candles in Folge hatten. Und es kam 3480 Mal vor, dass wir 8 rote Candles in Folge hatten. Also relativ oft, da die Aussagekraft von den Minuten-Candles einfach nicht so groß ist und wir daraus nicht viel ableiten können. Interessant wäre jetzt auch zu sehen, wie oft, was sind so die Extremwerte? Also haben wir jetzt 20, wie oft kommt es vor, dass wir 20 Candles in Folge haben?
wahrscheinlich auch noch relativ oft, öfters als im Daily-Bereich. Hier haben wir es circa 1300 Mal, dass es jeweils auftritt. Also wir sehen hier im Minutenbereich, genau 1300 Mal, im Minutenbereich hat das keine große Aussagekraft. Das kommt einfach zu oft vor. Um hier profitable Trades rauszuziehen, müssen wir wahrscheinlich 100 grüne Candles abwarten. Das hat keinen großen Sinn. Deswegen, wahrscheinlich würden wir auch im H4-Bereich noch vielleicht noch etwas finden, aber ich würde hier gerne im Daily-Bereich bleiben. Da haben wir wahrscheinlich die sichersten Ergebnisse, was auch Slippage antrifft und eventuelle Gebühren, Ausführungsprobleme und so weiter. Da sind wir hier in dem Bereich wahrscheinlich am besten unterwegs. So, ich zeige Ihnen jetzt gerne noch ein bisschen den Code, damit Sie auch sehen, wie, ja, eigentlich, ich möchte nicht sagen einfach, wenn man programmieren kann, ist es natürlich relativ einfach, aber Ihnen einfach nur so die Basics mitgeben, wie das Ganze umgesetzt ist. Vielleicht entwickeln Sie da auch so ein bisschen das Gefühl dafür und sagen, okay, das ist gar kein großes Hexenwerk, was hier betrieben wird. Im Grunde genommen ist es relativ klar, was wir hier machen. Deswegen gehen wir einfach mal gemeinsam den Code grob durch. Was haben wir hier oben? Wir haben ja ein paar Variablen. Das heißt, bei der Programmierung müssen wir unsere Werte, beispielsweise habe ich hier mal eingegeben, wie viele Candles in Folge eine Farbe haben müssen, die müssen irgendwo gespeichert werden. Und die Variablen, das sind quasi Speicherorte, wenn wir so sehen möchten, wo ich Werte speichere. Und zum Beispiel habe ich hier die Variable Candles. Das ist die Variable, die wir hier im Backtester gesehen haben. Hier dieser Wert, der wird da abgelegt. Dann haben wir noch ein paar Hilfsvariablen. Das sind Variablen, um halt beim Backtesten die Zahlen zu messen. Also es sind quasi Counter, die wir hochzählen. Wie oft kam es vor, dass Event 4 grüne Candles aufgetreten ist? Das heißt, hier fangen wir natürlich überall bei 0 an und rechnen das dann jeweils hoch. Hier gibt es noch die OnInit-Funktion. Das ist einfach eine Funktion, die immer ausgeführt wird, wenn der EA gestartet wird oder der MetaTrader gestartet wird. Da können wir, das ist jetzt für die Analyse nicht wichtig, aber hier könnten wir so Initialisierungsfunktionen einbauen. Beispielsweise könnten wir jetzt hier eine Excel-Liste erstellen, die wir dann später bearbeiten und schreiben zum Beispiel. Das Ganze auch noch für die Entfernung. Wenn wir so einen EA entfernen oder den MetaTrader beenden, dann werden hier die Funktionen ausgeführt. Hier könnten wir beispielsweise eine Push-Nachricht noch versenden, wo wir einfach schreiben, MetaTrader beendet, oder wir können die Excel-Liste abschließen, noch irgendwelche Berechnungen zum Ende machen. Aber das eigentlich Interessante, das ist die On-Tick. Und zwar wird die immer dann ausgeführt, wenn ein neuer Kurs reinkommt. Historisch haben wir jetzt nicht wirklich mit Tickdaten gearbeitet, da sie auch von den groben Ansätzen jetzt nicht relevant waren. Das sieht man auch hier, wir haben also auf Bars geprüft. Das heißt, die Logik hier lautet, wenn wir eine neue Candle haben, also ein neuer Tag beginnt und der erste Tick für diesen neuen Tag reinkam, dann mache Folgendes. Und zwar mache alles das von hier oben nach hier unten. Und das sieht jetzt nachher sehr viel Code aus. Wie gesagt, das ist einfach mal kopiert. Das heißt, das ist die eigentliche Logik. Das ist jetzt hier für die grünen Candles und das gleiche hier unten. Genau die gleiche Logik, nur nochmal angepasst für die roten Candles. Die roten Candles, was ist der Unterschied? Das Close muss halt unter dem Open sein. Darauf wird geprüft und einfach eine andere Variable wird hier hochgezählt. Denn wir wollten, dass wir unterteilt haben. Wir wollten wissen, wie oft kam das auf der Long-Seite vor und wie oft kam das auf der Short-Seite vor, um die Analyse einfach getrennt zu haben. Was haben wir also hier im Quellcode gemacht? Wir haben hier einfach relativ einfach geprüft. Und zwar haben wir geschaut, ist das Close über dem Open? Wenn ja, dann bedeutet das, wir haben eine grüne Candle. Was machen wir dann in dem Beispiel, wenn wir die grüne Candle haben? Dann geht es los, dass wir uns einfach eine kurze Änderung speichern. Und zwar sagen wir einfach, wir haben jetzt hier den grünen Counter. Das ist ja eine Variable von oben und die zählen wir durch. Die zählen wir durch und zwar würden wir sie jetzt um einen Wert erhöhen. Und machen das Ganze so oft, bis wir 3 oder das, was wir eingestellt haben. Hier haben wir hier oben die Variable Candles. Und wir sagen einfach, wenn wir jetzt 4 Candles in Folge haben oder 3 Candles, je nachdem, was wir eingestellt haben, dann erhöhen wir wiederum einen Wert und sagen, okay, dieses Event kam jetzt vor.
Und dann gab es auch immer eine Konsolenausgabe. Wir haben also hier printf. Damit geben wir Dinge auf der MetaTrader-Konsole aus. Das heißt, hier unten im Journal, alles, was hier steht, also nicht alles, aber fast alles, können wir halt selbst bestimmen und uns Werte ausgeben. In der Regel gucken wir als Trader da gar nicht groß rauf. Wir sind eher im Chart unterwegs oder gucken uns den Reiter Konto und Handel an. Aber bei Handelssystemen ist es aber ganz sinnvoll, hier in den Reiter zu blicken. Ist nicht schön, aber wir wollen auch nur Werte herausziehen und daher ist die Ausgabe auf der Konsole hier einfach völlig ausreichend. Und das Ganze läuft einfach so oft durch, wie wir eine neue Candle haben und wie wir auch historische Daten in dem Bereich halt zur Verfügung haben. Das Gleiche, wie gesagt, nochmal umgedreht. Also für die Short-Seite ist es relativ wenig Code eigentlich. Wir mussten es einfach nur nochmal kompilieren, weil wir das Ganze aufgeteilt haben für die Short- und für die Long-Seite. Und das war es im Grunde genommen auch schon für die Auswertung. Hier haben wir unten noch eine kleine Hilfsfunktion, die einfach nur prüft, ob jetzt eine neue Candle ist. Und die neue Candle-Überprüfung funktioniert einfach so, dass wir uns immer die Uhrzeit angucken und die letzte Uhrzeit merken. Und wenn die Uhrzeit sich vom letzten Tick zum jetzigen Tick geändert hat, dann wissen wir, jetzt ist eine neue Candle. Das heißt, wenn wir das Ganze auf beispielsweise 5 Minuten laufen lassen würden, dann hätten wir halt alle 5 Minuten einen neuen Zeitstempel von der Minutenanzahl her. Und wir würden wissen, es ist eine neue Candle und würden dann die Überprüfung durchführen. So weit die Logik. Wie gesagt, der Vorteil ist natürlich gegenüber der Excel-Liste ganz klar, wir können das Ganze hier einfach unendlich oft durchspielen. Können das, wenn wir ganz viel Zeit haben, auch für alle Assets durchprobieren, für den British Fund, was auch immer, um einfach mal so herauszufinden, wo funktioniert das im groben Ansatz. Ein weiterer Vorteil gegenüber der Excel-Liste ist natürlich, dass wir dieses System hier später auch verwenden können, wenn wir ein Handelssystem dazu entwickeln möchten. Das heißt, heute werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, ob wir mit der Strategie wirklich bis im Detail Geld verdienen werden, aber wir haben schon mal die Grundidee. Wir erkennen, wann die Candles in Folge x-mal vorhanden sind, sowohl grün als auch rot, und können dann später beispielsweise hier einfach an den passenden Stellen, zum Beispiel geben wir hier aus, eine Konsolenausgabe aus, wenn x Candles in Folge grün oder rot waren, dann können wir beispielsweise hier, ganz simpel gesagt, dann gehe ich halt hier short. Das gleiche unten, dann gehe ich halt hier unten long. So, also wir müssen hier nicht ständig das Rad neu erfinden, das ist halt der große Vorteil. Aber wie gesagt, wenn wir keine Zeit oder kein Geld in die Programmierung investieren möchten, dann ist die Alternative mit Excel natürlich viel aufwendiger, aber auch eine Möglichkeit. Dann gehen wir einfach mal zurück zu unserem Whiteboard und gucken mal, wo wir aktuell sind. Wir haben also die Grundidee, die ist klar, die haben wir irgendwo gefunden, Quelle ist völlig egal, vielleicht ist sie uns beim Trading gekommen. Wir haben den optischen Backtest durchgeführt, das war soweit auch in Ordnung. Wir haben so da herausgefunden, dass das Event relativ oft vorkommt, dass es jetzt nicht zufällig gesehen ist, und wir haben jetzt als nächsten Schritt die erste Analyse durchgeführt. Das war quasi den Backtest, den wir jetzt durchgeführt haben. Kleinen Pfeil dazu. Die erste Analyse ist also auch abgehakt. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Hier geht es also nun weiter, um eine fertige Strategie zu haben, ein fertiges System zu haben, wo man wirklich sein Geld investieren möchte. Die nächsten Schritte sind, das Ganze im Detail zu planen. Hier machen wir es beispielsweise so, dass wir uns einfach ein einfaches Word-Dokument nehmen und dort langsam unsere Strategie aufbauen. Das machen wir einfach jetzt gemeinsam, damit wir das auch beim nächsten Teil und im dritten Teil noch gemeinsam weiterführen können. Dafür mache ich kurz das Excel-Dokument auf. So. Also, wir bewegen uns. Ich bleibe einfach bei dem Beispiel beim Euro-Dollar und den DAX nehme ich einfach nochmal dazu. Den haben wir jetzt gar nicht durchgetestet, aber das beliebteste Instrument überhaupt bei den Tradern. Ich mache das auch noch ein bisschen größer. So, wir bewegen uns auf dem Daily-Chart. Und so war die erste Annahme, wir handeln primär
x gleich 4, also 4 grüne Candles oder rote Candles, die in Folge da sein müssen, und handeln dann auf die Korrektur. So, jetzt ist natürlich das ganz große Problem, wir würden dem System so hoffentlich noch kein Geld anvertrauen, weil wir noch jetzt ins Detail gehen müssen. Wir haben also noch viele Fragen, die offen sind. Natürlich die größte Frage überhaupt ist, ist das überhaupt profitabel? Das wissen wir momentan noch nicht, aber um die Frage zu beantworten, ob das System profitabel ist oder nicht, müssen wir noch die Detailfragen klären. Die Detailfragen wären: Was ist mit dem Take Profit? Was ist mit dem ASL? Stop Loss auf Einstand? Ist das aktuell für uns? Beim ASL, beim Stop Loss ist die Frage fix. Ziehen wir den nach? Also viele Detailfragen sind noch offen. Und hier machen wir es in der Regel so, dass wir jetzt nicht anfangen, einen Roman zu schreiben und unendlich viele Regeln zu erschaffen, weil die Erfahrung bei der Strategieentwicklung über die letzten Jahre und auch mit der Kundenarbeit und deren System ist einfach, je komplexer ein System ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt profitabel ist. Wenn wir anfangen, 20, 30 Werte heranzuziehen, auf die wir achten, dann ist es extrem anfällig. Und da geraten wir auch, Stichpunkt Curve-Fitting, einfach in einem Bereich, wo wir uns so viel Geld in die Tasche lügen, dass wir in der Demo-Welt schon zweifache Millionäre sind. Das heißt, wir gehen, wenn wir mit der Strategie fertig sind, nicht so weit, dass wir jetzt sagen, okay, 4 Candles hoch und runter, ist klar. Aber wir sagen jetzt nicht, ich packe mir noch den ATR mit drauf. Der ATR muss über 0,x sein. Ich packe mir noch das durchschnittliche Volumen rauf und also ich darf mir nicht den Chart vollpacken und 1000 Sachen reinnehmen, denn hier belügen wir uns immer gerne selbst und wir packen einfach noch so viele Indikatoren hinzu oder so viele Werte drauf, dass wir einfach Curve-Fitting betreiben, also eine Überoptimierung. Fakt ist, wenn wir uns alle einen ganzen Tag im Raum einsperren und uns alle auf den Euro-Dollar stürzen, am Ende des Tages würden wir es hinbekommen, dass wir ein profitables System im Backtest haben. Das ist gar keine Frage, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und der Disziplin. In einem Tag, wenn einer davon programmieren kann und einer die Ideen liefert, würde man es zu zweit hinbekommen, hundertprozentig, egal für welchen Markt, man würde das schaffen. Aber das Problem ist natürlich, wir wollen nicht keine Backtest-Millionäre werden, wir möchten auch nicht Demo-Geld-Millionäre werden, sondern wir dürfen nicht vergessen, wieso wir das eigentlich machen, nicht um die Performance-Grafik später aus dem Backtest uns auszudrucken, sondern wir wollen auch im Live-Trading Geld verdienen. Das dürfen wir während der Entwicklung immer nicht vergessen und wir dürfen uns hier nicht zu sehr im Detail auch verlieben. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Die sagen jetzt, wir kaufen oder wir shorten den Markt bei 4 grünen Candles. Wir haben jetzt hier das Event, zeichnen das einfach mit einer Linie ein. Hier geht es los. Die erste grüne, die zweite grüne, die dritte grüne, die vierte grüne. Hier würde ich eigentlich short gehen und würde einen Verlust machen. Genau dort. Dort gehe ich rein, mache einen Verlust. So, was würden jetzt leider sehr viele Trader machen? Sie würden sich die Situation angucken und überlegen, naja, was kann ich denn machen, damit ich diesen Trade nicht durchführe? Und dann geht es halt los, ich packe mir noch den MACD rein, damit es so richtig schön aussieht. Und dann sage ich halt, was haben wir hier für ein MACD? Der MACD lag bei 0,428. Dann sage ich halt, aber ich gehe den Trade nur ein, wenn der MACD über 0,09 ist. Den Trade, den hätte ich ja gar nicht begangen. Und dann geht es natürlich weiter. Wir gucken uns ein anderes Event an. 1, 2, 3, 4 grüne Candles. Wir hätten hier danach wieder einen Verlust. Dann gucken wir hier auf einen anderen Indikator und würden sagen, okay, der MACD ist über 0,09, aber ich achte auch noch auf das durchschnittliche Volumen. Und das durchschnittliche Volumen, das passt auch nicht. Das ist so der typische Verlauf, wie wir uns zu viel in die Tasche lügen einfach. Also wirklich, meine Empfehlung bei der Strategieentwicklung ist unbedingt, so einfach wie möglich halten. So einfach wie möglich, denn dann haben wir auch möglichst wenig Anfälligkeiten, was den Live-Betrieb angeht.
Vielleicht sagen wir irgendwann, wir möchten das nicht mehr mit dem MetaTrader handeln, sondern wir steigen um, das System läuft so gut, wir möchten jetzt beispielsweise über den Linear-Trader handeln und möchten das Ganze mit Futures über Cap-Trader handeln. Dann würden wir beispielsweise den Linear-Trader nutzen, würden auch da den MACD nutzen, den ATR, das Durchschnittsvolumen. Und da kann es natürlich sein, dass, das ist in der Regel auch so, der ATR einfach anders berechnet wird im MetaTrader als im Linear-Trader beispielsweise. Klar, die Formeln sind alle gleich, aber es sind dann so kleine Unterschiede, die dann dafür sorgen, vielleicht auch eine andere Kursversorgung, die dann dafür sorgen, dass der MACD im MetaTrader über 90 ist, aber im LinearTrader nicht über 90. Das möchte man im ersten Moment nicht glauben, aber in der Realität ist es einfach so. Das merken auch wir beispielsweise, um ein kleines Beispiel dazu zu bringen. Die Systeme, die wir zum Beispiel anbieten, die haben wir alle für den MetaTrader angeboten. Der Grund dafür ist einfach, weil die Mehrheit den MetaTrader nutzt und die Minderheit eher den Linear-Trader nutzt. Einfach auch eine Kapitalfrage. Und wir haben das ganze System oder einige Systeme davon inzwischen auch für den Linear-Trader entwickelt, weil wir einfach größere Vermögensverwaltungen inzwischen haben, die nicht mit dem MetaTrader arbeitet, sondern mit dem Linear-Trader arbeitet. Da setzen wir Systeme dann eins zu eins um. Also wirklich genau die gleiche Strategie, aber wenn wir den Backtest vergleichen, MetaTrader-Backtest mit NinjaTrader-Backtest, gleiche Einstellungen, kommen einfach an unterschiedliche Ergebnisse raus. Es ist jetzt nicht so, benutze ich nochmal ein schönes Whiteboard, es ist jetzt nicht so, dass wir im MetaTrader solch eine Performance haben und im NinjaTrader solch eine Performance haben. Das ist nicht so, dann wäre wahrscheinlich irgendwo ein Fehler, sondern es ist einfach so, dass das Ergebnis dann vielleicht eher so annähernd verläuft. So ist eher die Regel der Differenz. Also, das ist ganz wichtig, wird auch immer oft unterschätzt. Jede Plattform hat so kleine unterschiedliche Differenzen, die dafür sorgen, dass die Ergebnisse immer unterschiedlich sind. Bei dieser Vier-Candles-Idee, die wir jetzt im Grundansatz verfolgen, ist uns das wirklich völlig egal. Wir sind nicht im Minutenbereich unterwegs, sondern im Tages-Candles-Bereich. Und wenn jetzt irgendwie der MetaTrader uns jetzt hier in welchem Asset auch immer, kann gerne noch den DAX reinziehen. Wenn wir beispielsweise jetzt sagen, am 5.2. hat der DAX die MetaTrader negativ geschlossen, dann stark negativ geschlossen, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht vorkommen, dass im Linear Trader, wo die Kurse beispielsweise über die TWS vom Cap Trader gezogen wird, da sind es natürlich Future-Daten. Dann wird die Candle da sehr wahrscheinlich nicht grün sein, also nicht das Gegenteil davon. Im Minutenbereich, glaube ich, wird das sehr oft vorkommen, weil wir einfach ein CFD handeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Future. Da kann es dann vorkommen, dass hier so leicht grüne Candles vielleicht farblos sind oder dann rot werden und dann dafür sorgen, dass wir einfach in dem einen System eine von den oberen Linien haben und im anderen System eine von den unteren Linien. Das ist ein großes Problem. Von daher wirklich eine ganz große Empfehlung, wenn Sie Strategien entwickeln, hören Sie auf damit, allzu viele Indikatoren reinzuziehen. Denn der Grundansatz, sage ich immer, der Grundansatz muss profitabel sein. Wenn wir wahrscheinlich, vielleicht bekommen wir das auch schon im nächsten Teil hin, dass wir einen groben Backtest programmieren, wo wir wirklich virtuell Orders absetzen und danach handeln. Der Grundansatz, der muss profitabel sein. Das heißt, der Grundansatz, den würde ich jetzt so zählen, dass wir keine Stops nachziehen. Von mir aus können wir im ersten Ansatz auch gar keinen Stop-Loss haben. Also, wenn wir nochmal auf unsere Strategiebeschreibung gucken, wir könnten den Backtest auch mit den markierten Dingen hier umsetzen. Das heißt, wir wissen, vier Candles, Daily Charts, wir setzen auf die Korrektur, wir testen es im Euro und im DAX. Das an sich muss für mich schon profitabel sein, dass ich sage, es lohnt sich überhaupt weiterzugucken. Das heißt, mit profitabel meine ich natürlich nicht, dass wir solch eine Performance-Kurve haben, sondern von mir aus würde es auch schon reichen, wenn eine Tendenz abzusehen ist. Wenn es also so aussieht im ersten groben Ansatz, dann würde ich es weiterverfolgen. Wenn ich das jetzt teste und das System sieht eher so aus, dann würde ich vielleicht noch ein paar Änderungen vornehmen, um zu gucken, wo liegt das? Liegt das vielleicht daran, dass kein Stop-Loss vorhanden ist? Aber der Grundansatz, der muss stimmen. Sowas hier oben fange ich nicht an zu optimieren mit 50 Indikatoren und irgendwelche Filter von wegen, heute müssen 20 Grad sein, damit ich trade und was auch immer. Das machen wir nicht, das bringt nichts. Das ist der grobe Ansatz, muss
relevant sein und schon profitabel sein oder absehbar profitabel sein. Im nächsten Schritt, wenn wir das also haben, dann können wir auf jeden Fall die Detailfragen klären. Und das sind dann Fragen, die wir auch nur grob beantworten sollten und hier keine Wissenschaft draus machen sollten. Also ganz klar, wo sehen wir den Stop-Loss? Beispielsweise ihn auf den Start der Candle von vor 4 Zeiteinheiten anwenden. Das heißt, ich nehme die Indikatoren erstmal raus, dass wir das Wichtige hier sehen und nicht die bunten Dinge. So, das auch raus, das auch raus, das auch raus. So, jetzt sehen wir wieder ein bisschen mehr. Also, wir haben 1, 2, 3, 4 grüne Candles. Wo würde ich einen Stop-Loss setzen? Ich würde einen ganz einfachen Ansatz nehmen und ich würde sagen, da wo die Candles von vor 4 Einheiten gestartet hat, da setze ich den Stop-Loss. Das wäre so eine ganz einfache Grundidee, um das Ganze mal zu testen. Ich lasse die Position dann so lange laufen, wie sie einen Take-Profit erreicht hat. Wäre eine Variante. Oder aber auch, was ich momentan noch am angenehmsten finde, ist, wir sagen einfach, wir schließen sie nach einem Tag. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 grüne Candles. Wir gehen hier, ich markiere das mal etwas, wir gehen hier long zum Open, gehen wir long und wir schließen zum Close, dass wir wirklich nur einen Tag investiert sind. Das würde ich so als ersten Ansatz testen. Würde ich auch bevorzugen gegenüber dem Stop-Loss hier. Das wäre für mich nochmal angenehmer, weil wenn wir 4 starke grüne Candles haben oder rote Candles, dann haben wir einen relativ großen, weiten Stop-Loss. Und wenn die Position, die wir hier eingegangen sind, aufgrund dieser Bewegung, wenn wir die Position hier noch aufhaben, dann hat das nicht mehr so viel Aussagekraft, was vor vielen Tagen war. Und je weiter wir immer weiter nach rechts gehen, desto weniger Aussagekraft hat dieses Signal hier. Von daher würde ich jetzt aufschreiben für unsere Strategie, wir haben einen Zeit-Stop-Loss, sowohl positiv als auch negativ. Zeit-Exit, das passt eher, Zeit-Exit. Wir gehen zum Markt-Close raus. Das heißt, wir gehen beim Euro-Dollar halt um Mitternacht raus und im DAX würden wir halt kurz vor 22 Uhr rausgehen, vielleicht um 21.45 Uhr. Dass wir die Position schließen. Ein Take-Profit, ja. Nur 2 kurze Anmerkungen. Ein Teilnehmer schreibt, der SL muss über der 4. Candle stehen. Ist das so korrekt? Der SL muss über der 4. Candle stehen. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann haben wir hier 4 Candles nach oben. Wir würden short gehen. Ja, das ist richtig, das war mein Fehler, genau. Wenn wir hier short gehen würden, natürlich, dann kann ich hier unten nicht den SL setzen, sondern das ist korrekt, dann müssen wir den SL hier oben natürlich setzen. Genau, das ist mein Fehler. Vielen Dank für den Hinweis. Hier müsste man sich dann auch was überlegen. Man könnte rein theoretisch die letzte Candle nehmen und diese Candle einmal hier oben draufpacken. Also sagen, die letzte Candle von den 4, das waren 50 Punkte, dann nehme ich meinen Stop-Loss von 40 Punkten oder ich nehme vielleicht den Durchschnitt der 4 Candles. Das wäre auch eine Wahrscheinlichkeit, aber unabhängig davon, welche Variante wir dann wählen würden, hätten wir einen ziemlich großen Stop-Loss, wenn wir große Candles haben, wie hier zum Beispiel. Wenn wir davon 4 Candles in Folge haben, dann wird das relativ teuer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Korrektur groß ist, ist dementsprechend dann auch relativ groß. Aber für den allerersten Ansatz, das können wir vielleicht im dritten Teil dann umsetzen, wenn wir das System soweit fertig entwickelt haben und das auch einfach einstellen können, würde ich das in dem nächsten Webinar noch ohne Stop-Loss laufen lassen, sondern ich würde nun den Zeit-Exit reinnehmen, wo wir einfach die Position einen Tag laufen lassen und dann haben wir die erste Auswertung und dann haben wir auch schon eine Aussage darüber, wie gut das denn eigentlich ist. Dann können wir uns die einzelnen Trades angucken, wir können uns ansehen, wie groß sind die teuersten Trades, also wir können das Ganze ordnen, oben sind die teuersten Trades, unten sind die profitabelsten Trades und dann können wir einfach mal schauen, haben wir große Ausreißer, also kommt es vor, dass einzelne Tage mehrere 100 Punkte oder Pips vernichten und anhand dieser Werte können wir dann den Stop-Loss auch einigermaßen einstellen. Das heißt, im nächsten Webinar würden wir das so umsetzen, dass wir wirklich ein Handelssystem programmieren, also da kommen wir der Programmierung dann doch schon ein Webinar früher, wo wir das Ganze so weit programmieren, dass wir wirklich einen Backtest haben, wo wir schon eine ganz genaue Aussage treffen können. Und anhand der Auswertung würden wir dann die nächsten Schritte planen. Das wäre halt TP, Stop-Loss,
wie auch immer, ob wir ihn fix gestalten, ob wir ihn abhängig von der Volatilität aktuell machen, wovon ich immer ein großer Fan bin, ob wir das Ganze nachziehen, ob wir den Stop-Loss nachziehen oder. Das wäre also hier, ich schreibe das haben wir dazu, für Teil 3 und das hier oben wäre das, was wir im nächsten Teil, im Teil 2 programmieren. Das heißt, im nächsten Teil würde ich dann ein bisschen was vorbereiten, dass wir das Ganze schon mal gemeinsam durchtesten können und wir nicht das Ganze gemeinsam komplett programmieren müssen. Wir gehen es natürlich ein bisschen durch, aber im zweiten Teil würden wir dann die Aussage treffen, schon mal hier rüber. Würden dann die Zukunft entscheiden. Vielleicht, das muss man auch dazu sagen, vielleicht ist es auch so, dass das System komplett gar nicht profitabel ist. Das weiß ich wirklich nicht, aber wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, dass so die Realität aussieht von Strategienentwicklung. Wir werden nicht eine Strategie entwickeln und die ist jedes Mal profitabel, sondern gefühlt ist es eher so, dass wir uns 10 Ansätze angucken und eineinhalb davon sind wirklich so weit, dass wir damit Geld handeln möchten. Viele scheitern schon am Anfang, weil sie im optischen Backtest sich schon als fehlerhaft herausstellen. Einige leider machen sich erst im Live-Trading bemerkbar, wenn wir wissen, okay, unter realen Marktbedingungen funktioniert es doch nicht so. Im Backtest, in den ganzen Analysen war es soweit profitabel, aber im Backtest halt nicht. Kann durchaus passieren. Wie gesagt, wir haben das nicht, wir wollten es bewusst nicht schön gestalten und dafür sorgen, dass es am Ende auf jeden Fall klappt, sondern wir wollten einfach wirklich die Realität zeigen, wie die Strategieentwicklung aussieht, damit auch Sie da draußen nicht die Motivation verlieren. Wenn Sie also schon 10 Strategien versucht haben zu entwickeln und das nicht profitabel ist, dann ist das einfach leider die Realität. Und wer hier durchhält und weiterhin fleißig testet und entwickelt, wird auch früher oder später sehr wahrscheinlich was Profitables finden. Hier können wir eigentlich immer gerne die Züge zu der Business- und Geschäftswelt ziehen. In der Regel von 10 Firmen, die gegründet werden, sind auch 0,5 wirklich profitabel und die anderen 9,5 werden gegen die Wand gefahren. Das ist beim Trading oder bei der Strategieentwicklung eigentlich genauso in dem Bereich. Gut. Dann sind wir soweit durch mit den Punkten. Wir haben also den Ansatz, wir haben den groben Fahrplan entwickelt. Wir wissen, was wir in den nächsten Teilen machen und wir wissen schon mal, dass dieser grobe Ansatz, den wir jetzt gefunden haben, dass wir einfach auf Korrekturen setzen von zahlreichen Candles in Folge, dass das prinzipiell nicht schlecht ist. Also es kommt oft genug vor, dass wir ein Handelssystem dadurch entwickeln können und ja, der Fahrplan steht soweit. Und dann können wir jetzt gerne noch auf die Fragen eingehen. Da brauche ich gerne deine Hilfe, Nelson. Haben wir Ja, noch kein offene Problem. Fragen dazu? Da ist natürlich die Frage, ob der Quellcode zur Verfügung gestellt wird am Ende. Ja, den können wir gerne zur Verfügung stellen. Jetzt bringt es wahrscheinlich noch nicht so viel, weil wir noch in der Entwicklung sind, aber wenn das dritte Webinar fertiggestellt ist, dann können wir es gerne kostenlos zur Verfügung stellen für alle Webinar-Teilnehmer. Ansonsten tatsächlich haben wir alle Fragen durch oder Anmerkungen, die wir gehabt haben. Vielleicht, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne jetzt noch die Frage stellen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Sonst schon mal die Information, dass der zweite Teil am 28.05. stattfindet. Dann bitte, wenn Sie interessiert sind, sich entsprechend registrieren. Und ja, also die Fragen kommen nicht rein. Das heißt, ich denke mal, das bedeutet, dass alle soweit verstanden haben und sich schon auf den zweiten Teil freuen. Die Aufzeichnung kommt dann so schnell wie möglich, wahrscheinlich dann Mittwoch, aufgrund des Feiertages morgen. Ja, also die ersten bedanken sich schon mal und da würde ich mich da anschließen, weil tatsächlich jetzt keine Fragen mehr reinkommen. Dann vielen Dank, David, schon mal für das Webinar heute und natürlich an die Teilnehmer für das Interesse und fürs Dabeisein. Und ja, also interessantes Webinar kriegen wir hier, das Feedback, David. Das Du freut kannst das mich. ja jetzt erstmal nicht lesen, deswegen reiche ich das mal weiter. Wünsche allen einen schönen Abend, morgen einen schönen Feiertag. David, dir natürlich auch, aber wir bleiben eh in Kontakt. Von daher, wie immer hast du das letzte Wort und ich verabschiede mich. Vielen Dank für deine Worte. Ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmern. Es freut mich, dass wieder so viele Leute noch dabei waren, trotz schönen
Wetter draußen. Ja, ich hoffe, dass der heutige Teil war nicht allzu trocken, aber auch der relativ trockene Teil, der gehört einfach zur Strategieentwicklung dazu. Im nächsten Teil sehen wir auch schon Backtests, wie sie laufen, und wir sehen Kapitalkurven, wie sie laufen. Und im dritten Teil haben wir dann hoffentlich, wenn alles soweit gut geht, auch ein fertiges Handelssystem. Wie gesagt, wir bieten es dann auch zum kostenlosen Download an. Also Sie müssen jetzt nicht Zeile für Zeile mitschreiben, sondern Sie können sich eher auf den Inhalt konzentrieren und es entgeht Ihnen dann dazu nichts. Ansonsten gerne noch den Verweis auf unsere Seite algocamp.de. Wenn Sie interessiert sind an der Programmierung, vielleicht haben Sie auch eine Idee, wo Sie sagen, daran glaube ich, das möchte ich jetzt mal programmiert haben. Da bieten wir den Programmierservice an. Das heißt, wir erfüllen uns oder erfüllen Ihnen Ihre Wünsche und wandeln Ihre Strategie um in ein fertiges Handelssystem. Oder aber, wenn Sie keine Ideen haben und ein fertiges Handelssystem haben möchten für den MetaTrader, können Sie sich auch gerne bei uns bei den Produkten umsehen. Wir haben hier eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Ansonsten, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei waren und freue mich schon tierisch auf den nächsten Teil und wünsche Ihnen allen auch einen schönen 1. Mai, die auch natürlich Nelson und erfolgreiche Trades hoffentlich am Markt. Bis demnächst. Danke, tschüss zusammen.